YouTube, hier ist euer Nobi, ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Es geht um ein neues Personalisierungspaket, das habe ich schon vor ein paar Tagen in einem anderen Video vorgestellt, und zwar das sogenannte Festtagspaket. Das könnt ihr kostenlos im Store, also sprich im Laden, wenn ihr im Spiel seid, könnt ihr es runterladen. Es geht halt hier um ein Weihnachtspaket, und zwar es geht um einen Hintergrund, es geht um Waffentarnung und es geht um einen Aufnäher, halt, Stopp, und es geht um ein Fadenkreuz. So, ich zeige euch alle vier Sachen gleich im Anschluss, nachdem ich hier den Download und gemacht habe und habe das Ganze installiert. So, geschnitten und schon haben wir es. So, jetzt legen wir gleich mal los mit, was machen wir als erstes? Der Hintergrund, würde ich sagen, genau. Das sind wir schon. Okay, und zwar findet ihr den Hintergrund bei DLC. Hier ist er. Sieht aus wie Strickpulli von Oma, gell? Aber ich finde es okay, dafür, dass es kostenlos ist. Hier ist der Aufnäher. Der Patch und hier ist die Waffentarnung. Naja, es ist halt Geschmackssache, finde ich, aber ich glaube, so schlecht sieht es gar nicht aus. Gibt Schlimmeres, finde ich, oder? Zumal das hier kostenlos war. Man muss also keinen 1 oder 2 Euro dafür bezahlen. Okay, jetzt zeige ich euch noch schnell das Fadenkreuz, und zwar auf verschiedene Visiere. Das ist aber immer selber. Also, ich habe es halt durchprobiert, ob sich das irgendwie verändert, aber nein, leider nicht. Okay, hier, das ist halt eine Schneeflocke, wenn man sagen kann, ja, sag mal. Funktioniert bei allen, bis aufs Tracker und Thermalhybrid-Zielfernrohr, da funktioniert es natürlich nicht. Und beim Tracker-VC funktioniert es auch nicht, weil die haben ihre eigene. Aber okay, Jungs, Mädels, ich wünsche euch noch viel Spaß, haut rein. Und das war's, euer Nobi, bis dann, tschüss.